Den schalten wir mal ganz schnell aus. Ohne dass irgendjemand was mitgekriegt hat. Das ist sehr gut. Ich darf die wahrscheinlich nicht verschrecken. Verdammt. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen und auch nicht passieren sollen. Im Gegenteil, eigentlich wollte ich mich da reinschleichen. Okay. Veteranenkill. Wollte eigentlich so nicht vorgehen, aber naja. Wenn es nicht anders geht. Und wenn ich diskret reinkomme, dann halt so. Und bewegt dich. Ich sollte nicht hier sein. Okay. Oh fuck, oh fuck. Ruhig. Wie alt bist du? 19. Ich bin 19, Mann. Scheiße. Grandma sagte, dass ich immer groß für mein Alter war. Seine Grandma sagt, ist ein wenig outdated. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich ihn jetzt da rumkriege um die Kurve. Ach. Ja, das war. Das war leider etwas falsch mit dem guten Bug. Naja, mein Gott, das passiert. Er ist jetzt hinter der Kurve. Wie geht das hier? Okay, ich muss ihn irgendwie sicher da durchkriegen. Die Frage ist, wie, wo und wann. Oh, ein Brief. Perfekt, was ist das? Ja, die Frage. Kann ich den auch noch irgendwo anlocken? Nein, 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 okay, dann muss ich ihn gleich hier hinsetzen. Ja, okay. Tja, manchmal sind es Dinge, die man nicht will, die besten. Das ist meine Familie. Naja, ich dachte, das ist meine Familie.
könnte schlecht enden. Ah, Bad Bug wurde entdeckt. Verdammt. Ist ein bisschen schwierig, ne? Genauso wie mit dem anderen, den wir vorhin in der letzten Aufnahmesession befreien mussten. So, bleib jetzt erstmal hier drin. Okay. Glück gehabt, dass er ihn nicht gesehen hat. Shit, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Wir brauchen mehr Leute hier. Gut. Auf jeden Fall hier war es, wo wir... Ich sollte nicht hier sein. Ich glaube, geht hier vor. Bewegung. Ich gehe schon. Ah. Er hat ihn gesehen. Im letzten Moment hat er ihn noch gesehen. Ja, das war natürlich nicht so ein gutes Timing, muss ich sagen. Verdammt. Ich hätte ihn erst da durchschicken sollen. Anlocken, durchschicken und dann die Fensterläden runtermachen sollen. Naja, gut, okay, aus Fehlern lernt man bekanntlich. Warum hängst du mit diesen Arschlöchern? Mit meiner Familie. Naja, dachte ich. Jetzt ganz, ganz schnell um die Kurve. Gott. Geschafft. Ich gehe mal eben auf die Kamera. Okay, anders kann ich ihn gar nicht hier weiter nutzen, ne? Weiter komme ich ja hier. Von wegen nur Alrek kann da rein. Der Computer ist da. Also, warum machst du das, Mann? Das ist nicht deine Welt. Das ist kompliziert. Wir haben viel Zeit. Alrek war an etwas beteiligt, das meine Familie hat. Ich will antworten. Das ist gar nicht kompliziert. Okay. Ich schreibe jetzt die Standkamera, die Kamera, die hier oben hängt. Oh. Kompliziert, kompliziert. Okay. Braucht da unten irgendwie Strom. Shit, shit, shit.
So. Ich bring dich ins und den so. Nee. Komm mit, der so. Und der so nach unten. Kann ich den entlocken? Schon. Gut. Schon, ich kann hier nicht bleiben. Okay, alter Schwede. Das war so nicht vorgesehen. Ich sag's dir, Mann. Ich sag dir doch keiner aus Irak. Ruhe. Scheiße, ey. Wir gehen. Mit Ruhe hat er's echt. So. Was habe ich getan? Ich habe sie alle getötet. Müssen wir jetzt erst den hier. So bin ich doch gar nicht. So, und dann haben wir den. Oder? Wo führt der hin? Irgendwo? Der führt nach oben. Verdammt. Wie kriegen wir denn da jetzt den Strom hin? Kacke. Es tut mir alles ja, wir müssen erstmal die andere Seite noch hier irgendwie hinkriegen. Es ist nicht einfach. Okay. Hör mir zu. Zwei haben wir gerade. Müssen wir noch den switchen, ne? Drei, jawohl. Dann haben wir alle. In Benutzung. Das wird mir Kraft geben. Kamera wird bereits benutzt. In der betriebliche Live-Kamera. Der Computer ist da. Ja, ich glaube, das gibt uns noch ein paar Probleme. Aber das ist nur ein Spiel. Es ist scheiße kalt, Mann. Ja, um die Server zu kühlen. Junge, das ist echt mal krasse Hardware. Bad Bug wird, glaube ich, drauf gehen. Geh da hin. Ich warne Sie. Wenn ich beweg von dich nicht. Höre, rufe ich die Polizei. Nein. Warte, das ist nicht genug. Geh zurück. Scheiße, wir werden rausgeschmissen. Bad Bug, was soll der Scheiß? Ist nicht so, wie es aussieht. Wonach sieht's denn aus? Weil für mich sieht das nach einem übelst krass verfickten Verrat aus. Mann, wie kommst du überhaupt hier rein? Warte mal. Ich liebe dich, Mann, das weißt du. Wer hat dich gekauft? Queen? Nein, 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 warte, lüg mich nicht an. Lüg mir bloß nicht ins Gesicht. Das dafür, dass ich dich reingeholt habe. Wir sind Familie. Du weißt nicht, was du bist. Er hat es geglaubt. Er hat mich gezwungen. Ja, hat er. Jetzt voll stolz. Doch mal. Er ist ganz nah. Ich darf ihn auf keinen Fall wieder so machen. Nicht darunter, Kass. Nicht darunter. Er ist in der Bar. Dorsch ist prima. Geht da runter! Ich lasse etwas im Müll davon. Okay, sie sind jetzt hinter uns her. Ist Bad Bug jetzt tot oder lebt der Bad Bug noch? Jetzt kommt niemand mehr ohne Erlaubnis in die oberen Etagen, mich eingeschlossen. Wir sind diskret. Was ist denn passiert? War doch alles richtig. Und Iraq? Hat er seinen Cousin getötet? Bin ich etwa schuld? Ich hab nicht viel bekommen. Hoffen wir, es reicht. Ich hab mich mal versteckt. Weil die da vorne suchen uns scheinbar. Jetzt hab ich den Kanal voll. Finde die. Nee, nee, wir sind hier nicht. Tut mir leid, wir sind hier nicht. Aber die haben echt geile Autos, muss man schon sagen. Komm, jetzt hau ab hier. Alter Schwede, die ganze Stadt haben die mobilisiert. Oh, scheiße. Drei Autos direkt hier. Tja, ging nicht anders. Drei Stück schon hier. Ja, kommt der vierte, alter Leute. Das geht gar nicht klar. Und wir haben hier nur so einen popeligen, langsamen Transporter. Wir müssen also sehr gut mit unserem Hacking arbeiten. Und wir haben nur so einen popeligen A-Team-Transporter. Oh, scheiße. Eingekreist. Ein paar können wir wenigstens neutralisieren, habe ich das Gefühl.
Ein paar haben wir geschafft zu neutralisieren. Ein oder zwei. Dann haben wir wieder zwei neutralisiert. Oh, scheiße. Oh, Mist. Und Bedbug ist jetzt scheinbar tot, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ich hoffe ja mal nicht, aber ich... Irgendwo hoffe ich auch schon. Ich habe den Zivilist doch gar nicht getötet. Das war doch der andere. Hier eine kurze Abkürzung durchnehmen. Zwar etwas kurvig, ein bisschen schlecht für so einen Transporter. Aber... Wieso können eigentlich die rausschießen und wir nicht? Ah, hier kommen wir, hauen mit dem Boot ab. Da vorne, das Speedboot nehmen wir jetzt. Er hat nicht nur seine Karre verlassen, er wird jetzt auf ein Boot springen. Und abdampfen. Mehr als nur abdampfen. Er wird sehr, sehr schnell verschwinden. Sehr gut. Da komme ich nicht durch. Verdammt. Aber wir hängen sie gerade sehr gut übers Wasser ab. Das ist schon mal sehr viel wert. Wir haben sie fast abgehängt, komplett. Yo, ich halte euch den Rücken frei. Jetzt haben wir sie. Entkommen Sie den Viceroys. Jawohl, das haben wir geschafft. Uiuiuiui. Sag mir, du hast was. Es war nur ein partieller Download, aber ich habe etwas. Sieht aus, als wäre der Computer voller Material über... Einfach hör dir mal die Ordnernamen an. Polizeichef Sextape, Blut-CEO-Bestechung, CTOS-Verstöße. Iraq sitzt auf der gefährlichsten Waffe der Stadt. Klar, dass du kommst am Stadt. Er hatte wohl ein Gespräch in dieses Gebäude und nahe bei Bedbug Signal. Kannst du sehen, was in den Ordnern ist? Bricht die Verbindung ab, gerät er vielleicht im Park. Gibt es einen Ordner zu Merlo? Merlo. Ja, das ist er. Gut. Ich bin bald da. Ja,